Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Beitrag zum Thema Rollstuhltennis. Dazu folgte Philipp eine Einladung von Peter Seidel, dem Rollstuhlreferenten des Bayerischen Tennisverbandes, und ließ sich in der Formex Tennis Base in Oberhaching in die Welt des Rollstuhltennis einführen. Wie ich dabei selbst geschlagen habe, könnt ihr den folgenden Beitrag sehen. Ja, hallo liebe Fans, wir sind hier gerade in der Formex Tennis Base in Oberhaching und Peter Seidel spielt heute Morgen mit Philipp Kohlschreiber Tennis und Peter wird uns jetzt ein bisschen darüber erzählen, was er macht. Peter, vielleicht kannst du uns kurz was erzählen. Also ich bin Beauftragter für Rollstuhltennis im Bayerischen Tennisverband, bin amtierender deutscher Meister im Einzel und im Doppel im Rollstuhltennis und möchte heute die Sportart ein bisschen promoten, also ein bisschen, ja, dass halt die Zuschauer oder die Tennisspieler mal überhaupt wissen, dass es Rollstuhltennis überhaupt gibt. Und vielleicht kennt ihr ja irgendjemand, einen Rollifahrer, der wo vielleicht früher Tennis gespielt hat oder auch nicht, ist gar nicht so wichtig. Dass er sagt, hey, ich habe das gesehen, da gibt es Rollstuhltennis und so und du kannst dich an den Deutschen Tennisbund wenden, Abteilung Rollstuhltennis und du wirst gefördert und kannst da mal so einen Tennisstuhl ausleihen und mal kostenlos Tennistraining machen. Und wenn dir der Sport dort taugt, dann kannst du da dabei bleiben. Super. Philipp, wir haben ja gerade gesehen, ihr habt schon ein paar Ballwechsel gespielt. Was sagst du denn? Was sind deine Impressionen? Wusstest du vorher, dass es das so eine Art gibt und dass die Rollstuhlfahrer auch derart gute Bälle spielen und dich doch derart auch laufen lassen können? Also ich habe das schon zum Peter gesagt, live habe ich es noch nie gesehen, aber man hat schon irgendwie mal Ausschnitte gesehen. Ob es jetzt Basketball, Tennis oder andere Sachen waren, habe ich schon gesehen. Live noch nicht und es ist natürlich schon, sage ich mal, es ist schon Wahnsinn. Für mich sind, sage ich mal, die einfachsten Sachen wirken für mich einfach, was für ihn schon schwierig ist. Also ich habe ihn dann auch gefragt, was seine Schwierigkeiten sind. Das sind dann extrem hohe Bälle, die ich jetzt vielleicht spiele mit Spin oder auch schon, wenn der Ball einfach auf den Körper kommt. Das ist viel, für ihn viel, viel mehr zu bewegen und es nicht, ja, muss man halt sagen, es geht nicht so leicht von der Stelle. Und bin aber echt erstaunt, ist ja ein kräftiger Junge, gell? Zieht schon die Bälle ganz gut rüber. Ich habe schon zum einen oder anderen Stopp auch laufen dürfen. Und macht eigentlich unglaublich viel Spaß. Ich bin eigentlich sehr positiv überrascht, dass eigentlich wirklich sehr gutes Tempo und Niveau eigentlich jetzt schon war. Man kann super eigentlich spielen und es macht eigentlich, also mir hat es riesen Spaß gemacht. Ja. Peter. Genau, das möchte ich gerade noch mal sagen, was der Philipp gerade gesagt hat. Rollstuhltennis ist sehr integrativ, weil man natürlich ganz gut mit Fußgängern spielen kann. Also ich gehe zum Beispiel auf den Platz bei uns daheim im Verein, suche mir irgendjemanden, sei es von der Jugendmannschaft oder von der Herrenmannschaft oder einmal Herren 40 oder Herren 50 und du kannst relativ normal mit denen trainieren oder auch spielen. Du kannst es auch fordern, sie fordern mich. Also deswegen ist Rollstuhltennis ganz ein guter Sport, dass du also auch mit Fußgängern trainieren kannst und gleiche Sachen machen kannst. Peter, du hast schon erzählt, ihr spielt auch auf allen Belägen, auch auf Rasen. Wie ist das bei euch aufgebaut? Habt ihr auch internationale Turniere? Oder, Ja genau, das ist von der ITF in England ist das geregelt. Da werden ja die Weltranglisten zusammengestellt. Und es gibt über 130 Turniere weltweit. Weltranglistenturniere mit Preisgeldern und so. Also eigentlich die gleichen Turniere wie bei den Fußgängerprofis. Also Wimbledon, Australian Open, US Open, French Open. Teilweise auf die gleichen Plätze. Und ja, also ist eigentlich sehr professionell und eigentlich schade, dass die Öffentlichkeit das so wenig wahrnimmt. Erzähl uns doch kurz was zu dem Material, was du brauchst. Wir sehen, glaube ich, einen Spezialrollstuhl. Ansonsten, die Schläger sind gleich, glaube ich. Ihr habt natürlich auch die gleichen Bälle. Erzähl doch mal kurz was man braucht, um Rollstuhltennis zu spielen. Ja, also Material ist natürlich genau das gleiche. Schläger sind genauso groß, Bälle genau die gleichen. Einzige Regel, andere Regel wie beim normalen Tennis ist, dass der Ball zweimal springen darf. Also das ist die einzige Ausnahme. Die Stühle sind Maßanfertigungen, also die kann quasi kein anderer spielen wie ich. Das ist natürlich auch noch Größe, Gewicht, Behinderung natürlich. Kostet ungefähr so ein Stuhl zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Auch diesmal haben wir wieder für euch ein Play of the Week in unserer Aufnahme. Diesmal allerdings hatte Philipp keine Chance, den Ballwechsel zu gewinnen. Ja, ich glaube, das ist fast ein bisschen zu wenig, oder? Was ist das denn? Ich habe den Rollschreiber stundenlang Rolle spielen noch jetzt. Ja, so ein Marathon machen, oder? Wahrscheinlich auch noch vorstellen. Ja, dann, wenn es um was geht, dann werde ich nervös und meine Rolle spielen. Das ist immer vom Film, gell? In Zürich bin ich dann. Also im Endeffekt nach Hamburg.
würde gerne 2 Wochen, 10 Tage trainieren. Und das hat er auch schon früher gemacht, dass er immer wieder Leute einlädt und das Ding halt trainiert und sich vorbereitet auf neue Belag und so. Ja, ich denke, weil wir dann auf Hartplatz gehen, dass wir auch da in der Schweiz irgendwo grün sind. Los. Welche Turniere stehen bei euch beiden jetzt an, Philipp? Ja, ich versuche mir noch die Woche jetzt hier in der Münchner Gegend noch vorbereiten. Dann kommt Stuttgart und Hamburg. Ja, freue mich nochmal 2 Sandplatz-Turniere. Ich hoffe, dass ich da nochmal einen guten Abschluss finde. Danach schaut es so aus, dass ich eine Einladung bekommen habe, mit dem Roger Federer zu trainieren, 2 Wochen. Und wir werden dann fast zeitgleich auch nach Toronto fliegen und dann geht die Amerika-Tour bis zu den US Open eigentlich wieder durch. Super. Peter? Ich habe nächste Woche ein Turnier in Nürnberg, das sind die Bavarian Open. Dann Ende Juli in Graz international und dann Anfang August habe ich noch 2 Turniere, eins in Salzburg, also die 3 Hand auf Sand. Und dann noch eins in Wien, das ist dann auf Kunstgras. Das ist also bis jetzt die Planung August und ich hoffe, oder ich habe leider noch keine Einladung vom Roger Federer, aber da warte ich immer noch drauf. Vielleicht kommt ja auch mal was. Hoffen wir mal, schauen wir mal. Dann bedanken wir uns erstmal bei euch, dass ihr uns einen kleinen Einblick gegeben habt. Danke auch für Philipp, dass du die Zeit genommen hast und ja, euch viel Erfolg. Wie ihr sehen konntet, hatten Peter und Philipp viel Spaß beim morgendlichen Training. Solltet ihr Fragen an Peter haben, könnt ihr gerne das Kontaktformular auf www.philippkohlschreiber.de benutzen. Wir leiten die Anfragen gerne weiter. Wir wünschen Peter alles Gute und werden seine weitere Entwicklung verfolgen.